Ja, hallo zusammen. Ich bin von der Firma Lounge angeschrieben worden, ob ich mir nicht nochmal einen Tester angucken möchte. Und der ist jetzt hier drin. Und ich hatte ja in der Vergangenheit sehr viele und unterschiedliche Tester. Und das ist jetzt was so für die Mittelklasse, hätte ich jetzt mal so gesagt. Ne? Das heißt, letztendlich hängt es immer davon ab, was ihr für einen Fuhrpark habt. Habt ihr nur eine Marke in der Verwandtschaft oder in der Bekanntschaft, dann macht natürlich auch Sinn, sich vielleicht in einen gewissen Bereich zu spezialisieren. Wenn es allerdings bunt gemixt ist, dann wollen wir natürlich für relativ preisgünstiges Geld so viel Steuergeräte abfragen, wie es irgendwie geht. Und je mehr Steuergeräte letztendlich dann abgefragt werden können, je teurer ist der ganze Spaß. Und hier ist jetzt ein Tester drin, den ich also zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und zwar ist das der Reader Professional 123E. So sieht das Ding aus. Und man kommt damit wohl in die gängigsten Steuergeräte rein. Das heißt, wir können nicht nur Motor machen und Echtzeitdaten, sondern wir können vielleicht auch in andere Steuergeräte rein. In welche schauen wir uns natürlich gleich an. Also, wenn ich jetzt mal so überlege, was brennt so am meisten? Motorkontrollleuchte, dann hast du Airbag, ESP. Das sind so, ja, mit so die gängigsten Lampen. Und wenn ich mir dann überlege, so Klimaanlage oder so, das ist eher selten, ne? Aber da wird es natürlich dann auch wieder teurer, wenn du zum Beispiel dann auch in die Türsysteme rein willst und das bei jedem Auto. Ne? Aber das ist ein Gerät, wo wir sehr vielseitig mitarbeiten können. So, wir schauen mal rein, in der Hoffnung, dass ihr das auch jetzt so sehen könnt. Wunderbar. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben also praktisch hier ein Kabel. Ja, da sage ich mir immer, die Kabellänge, okay, ja, ist soweit in Ordnung. Allerdings dürft ihr nicht vergessen, das Ganze sitzt natürlich unten in der OBD-Dose. Und das müsste an sich so gerade eben passen, um während der Fahrt das Ding noch auf dem Schoß zu haben. Allerdings habe ich immer auch hier ein Verlängerungskabel. Deswegen, das Auto steht draußen, an dem wir das jetzt gleich ausprobieren werden. Und dann schauen wir mal, in was wir alle reinkommen. So, das ist das Gerät. Na, ich habe jetzt hier schon mal auf On gemacht. Das Gerät startet also. Und wir schauen uns jetzt gleich mal die Funktion ganz genau an. Was haben wir noch dabei? Unterm Strich eine coole Tasche. Und dann haben wir natürlich sowas wie ein Quick Start Guide. Na, also für die, die nicht komplett lesen wollen. Und wir haben noch eine englische Benutzeranleitung. Ja, so sieht das Gerät aus. Und soll in die gängigsten Steuergeräte reinkommen. Das heißt, in die gängigsten Dinge oder die gängigsten Dinge können wir damit abfragen. Das ist natürlich auch sehr cool hier. Hier mit der Vorrichtung gleich, um das Kabel wegzupacken. Und die Bedienungsanleitung passt auch rein. Das, was wichtig ist, sind natürlich immer die unterschiedlichen Sprachen. Und bei den Launch-Testern ist es meistens so, also gerade die etwas hochwertigeren haben einfach eine Funktion, dass ihr euch immer die Software in der Landessprache runterladen müsst. Das heißt, ihr müsst euch einmal mit einer E-Mail registrieren und dann könnt ihr praktisch hier, wie war Wi-Fi also, ne? Das Ding hat Wi-Fi, könnt ihr ganz einfach bei euch zu Hause ins Netzwerk rein. Ne? Ihr könnt das auch über mobile Daten machen, das ist auch kein Problem, allerdings muss man aufpassen, dass man auch so viel freie Daten zur Verfügung hat und es geht wahrscheinlich auch noch schneller, wenn ihr das zu Hause macht. Also, ich habe mir jetzt hier schon die deutsche Software installiert. Wenn ihr die Sprachen ändert, müsst ihr euch auch die Software neu runterladen. Hier war jetzt Englisch voreingestellt. Ich zeige euch jetzt aber auch gleich nochmal, wie ihr das umstellen könnt. Ich habe also gestern die deutsche Software drauf gemacht und jetzt gucken wir uns mal an, was das Ding so kann. Ja, ich habe jetzt hier mein langes, also mein Verlängerungskabel. Das Auto steht also in dem Fall draußen. Das schließen wir jetzt mal eben an. Und dann werden wir mal schauen. Das werde ich euch auch mal verlinken. Das ist deswegen gut, weil das Auto dann in Ruhe laufen lassen kann. Und wir dann durch die Echtzeitdaten gehen können und uns diverse Parameter hoffentlich anschauen können. Und dazu ist es natürlich besser, das Ding draußen laufen zu lassen. Wurde ich auch immer gefragt, warum lasse ich den Motor laufen, um eben auch die Echtzeitparameter abfragen zu können. Ja, was wird mir angezeigt? Natürlich kann ich den Fehlerspeicher abfragen, das gucken wir uns natürlich auch gleich an, aber wir wollen ja auch ein paar Daten lesen. Ne? Und je mehr Daten wir lesen können, je mehr hilft uns das natürlich bei der Suche irgendwo. Und ja, wir schauen uns jetzt mal die gängigsten Funktionen von diesem Gerät an. So, jetzt stellen wir euch mal eben um.
Ja, das Gerät anzuschließen ist ganz einfach. Ne? Ihr habt hier hinten den Stecker drauf. Schließen wir mal eben an. Perfekt. Dann haben wir hier noch an, aus, also keine schwarze Kunst. Und dann schauen wir uns das jetzt mal im Detail an. Ja, wenn ihr den startet, sieht das Ganze so aus. Ich gehe jetzt mal mit euch auf Einstellung. Und hier habt ihr die Möglichkeit, die Maßeinheit natürlich auf metrisch einzustellen. Ihr könnt Bildschirmaufnahme machen und ihr könnt das Ding natürlich ins Netzwerk einbinden, weil das Ding hat Wifi. Ihr könnt euch praktisch die Updates ganz bequem zu Hause runterziehen. Sprache ist deswegen wichtig, weil das Ding werkseitig auf Englisch ausgeliefert wird, müsst ihr euch natürlich dann die Sprache umstellen und dann auch die entsprechende Software runterziehen. Ja, so sieht das Ganze aus. Und hier könnt ihr noch eure E-Mail-Adresse eingeben, falls ihr euch die Berichte zusenden lassen wollt. Also von der Seite aus ist das jetzt alles keine schwarze Kunst. So, jetzt gehen wir mal zurück und können natürlich jetzt hier ganz normal OBD, wir können die Batteriespannung lesen und wir haben hier natürlich immer noch die Möglichkeit, hier werden uns die Updates angezeigt. Sobald das Ding im Netzwerk ist, können wir also sehen, ob neue Sachen verfügbar sind. So, jetzt gehen wir hier mal drauf und jetzt haben wir hier so eine Sache Autodetect. Das können wir machen, aber wir wählen jetzt ganz einfach mal manuell aus und schauen uns mal, was er jetzt im Bereich Mercedes kann. Wir sagen bestätigen. So, und dann sagen wir manuelle Suche und das ist ein Baumuster. Ihr seht also, ich scroll jetzt extra so durch, damit ihr sehen könnt, wie welche Mercedes-Modelle entsprechend unterstützt werden. Das ist ein 203. Ja. Hier haben wir natürlich jetzt wieder das kleine Problem der Übersetzung, aber das kommt hin und wieder einfach mal vor, dass noch nicht alle Sachen übersetzt worden sind, aber bei jedem Update, sage ich mal, wird es besser. So, wir sagen Limousine, wir sagen Benziner, wir sagen Linkslenker und wir sagen C200 Kompressor, das ist so ein Ding. Und wir sagen jetzt Steuergeräte. Ja, wir haben also jetzt hier die Möglichkeit, das können wir nochmal eine Seite machen, am Fahren, Fahrwerk, Karosserie, das sind praktisch die drei Gruppen, die wir wirklich ablesen können. Ja, nehmen wir mal Fahren. Kommen wir in Getriebe und in den Motor rein. Fahrwerk ist ESP, also Bremse und Karosserie, kommen wir in den Airbag. Diese Sachen sind abfragbar und damit haben wir natürlich schon so ein bisschen das Gängigste erschlagen. Jetzt gehe ich hier mal rein ins Getriebe, Zündung einschalten, gehen mal gucken, was er da so findet. So, jetzt können wir hier Fehlercodes lesen. Keine drin. Ja, jetzt gehen wir mal hier wieder zurück. Und wir können jetzt hier auch noch die Daten lesen und können jetzt praktisch hier hoch und runter schalten. Ja, können wir die verschiedensten Daten alle auswählen. Machen wir mal, was dann so passiert. Hier könnt ihr praktisch Notlauffunktion, nein, Zielgang P, aktueller Gang P. Ja, gehen wir mal wieder zurück. Gehen wir nochmal zurück. Und das sind die Daten, Wandlerüberbrückungskupplung. Hier können wir entsprechend 8 Parameter auswählen. So, machen wir mal bestätigen. Das sind die Sachen. Können wir auch Getriebeöltemperatur, können wir auch auslesen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel ATF-Ölwechsel macht. Ja, das ist auch gut. Gehen wir mal hier zurück. Gehen wir nochmal zurück. So, gehen wir mal in den Motor, Zündung einschalten. Wir können wieder lesen, keine drin. Und hier können wir uns dann immer praktisch noch so einen Bericht anzeigen lassen und können uns das dann praktisch direkt zuschicken. Das ist also wirklich ganz cool gemacht, macht natürlich dann auch immer einen positiven Eindruck, wenn man gleich so einen professionellen Bericht bekommt. So, jetzt machen wir Datenstrom lesen, gucken wir mal da. Und können jetzt praktisch hier Lambda-Werte, Klopfsensor, Fehlerzähler und so weiter und so fort.
So, nehmen wir jetzt ganz einfach mal, teste Geschwindigkeitsregelung, prüf elektronisches Gaspedal. Ja, können wir also weiter die Messdaten auslesen. Also das ist richtig cool gemacht. Wir kommen also bei diesem System auch immer, oder wir können bei diesem System auch immer Echtzeitdaten auslesen. So, dann hatten wir ja das Thema Fahren. Gehen wir mal ins elektronische Stabilitätsprogramm. Können wir jetzt hier abfragen. Wir können auch hier jetzt Datenströme lesen. Gucken wir mal. Bremsbelag. Reifenverlustwarner. Schalter. Gucken wir mal über Schalter. Bremslicht. Alle auswählen und bestätigen. Also können wir da auch, ne? Wenn es Bremslicht ist jetzt aus, wenn ich jetzt hingehen würde, müsste da jetzt auf 1 stehen. Das heißt, man kann also auch so Sachen wie Bremslichtschalter prüfen, das ist auch ganz cool. Und dann schauen wir mal ins vierte, das ist Karosserie, das ist Airbag, Zündung einschalten. So, Fehlerspeicher lesen, gucken wir mal, ob was er da sagt. Da haben wir keine Fehler drin, dann gehen wir zurück und sagen Daten. Codierung, Codierungsprüfung, Sensoren. Da können wir also hier die Gurtschlösser zum Beispiel prüfen. Gurtstraffer. Machen wir mal jetzt alle auswählen. Also ihr kommt schon relativ viel rein oder relativ weit rein. Machen wir mal, bestätigen, mal gucken, was er macht. Und zeigt euch natürlich gleich an, ob die Gurtstraffer in Ordnung sind. So. Das. So sieht das Ganze aus. Hier ist das in dem Fall natürlich jetzt in Fahren, Fahrwerk und Karosserie unterteilt. Und das Gute ist, wie gesagt, dass wir nicht nur die Fehlerspeicher löschen können oder anzeigen lassen können, sondern dass wir auch diagnostizieren können. Ihr habt zusätzliche Funktionen, einen Schnelltest zu machen. Gehen wir mal ein bisschen zurück. So, gehen wir nochmal zurück. Anfang, wirklich quitt, ja. Und das ist das, was das Gerät als erstes beim Einschalten automatisch macht, nämlich könnte jetzt Autodetect machen und dann findet er die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Da. Und dann kann man von da aus gleich entsprechend diagnostizieren. Das, was also wirklich gut ist, Standalone-Gerät, ne? Nicht, wenn ihr das benutzen wollt, will sich wieder Windows updaten oder so. Gut verarbeitet und wie gesagt, ich hatte gestern Abend mir eben die deutschen Updates runtergezogen. Das ist das, was ihr machen müsst. Die englische Sprache ist voreingestellt und ihr könnt nicht nur die Sprache ändern, sondern ihr müsst dann auch die neue Software runterladen. Und mit den Übersetzungen, das hatte ich auch schon mal häufiger bei Launch gemerkt, dass die Übersetzungen manchmal nicht ganz so prickelnd sind. Aber auch da merkt man, jedes Update wird es besser. Es kommen ständig neue Autos hinzu und ich würde sagen, das Ding ist echt eine gelungene Geschichte. Und wir kommen wirklich in die gängigsten Daten oder in die gängigsten Steuergeräte rein. Und wie natürlich auch erwähnt, je mehr so ein Gerät kann, je teurer ist es natürlich auch. Ja, vielen, vielen Dank für die Zurverfügungstellung. Also finde ich schon ganz cool, weil es ist handlich und hat jetzt hier einwandfrei funktioniert. Also auch die Updates gingen zügig, installiert sich von ganz alleine. Und das, was ihr allerdings machen müsst, ihr müsst eine E-Mail-Adresse angeben, weil nur dann könnt ihr euch die Updates runterziehen. Okay, letztendlich war es das schon. Das Ding werden wir sicherlich häufiger sehen, weil das ist richtig was Cooles für To Go. Ne? Und sag bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.